Herzlich willkommen zu Gerrits Tagebuch. Diese Folge wird einmal mal von Flugzeugen dominiert. Und zwar, wir haben 5 neue Flugzeuge. Bis die aber fliegen und fahren können, müssen sie gebaut werden. Und diesen Bau eines Flugzeuges, warum der mehrere hundert Stunden dauert, wollen wir mal anhand dieses A380 demonstrieren. Da wir uns entschlossen haben, mehrere Flugzeuge gleichzeitig zu bauen, da das einige Arbeitsschritte erspart, fängt es damit an, erstmal Teile zu sortieren. Wenn die Rümpfe und die Tragflächen und die gesamten GFK-Teile gefertigt sind, müssen sie erstmal auf Passgenauigkeit geprüft werden, ob sie dann zumindest schon mal einigermaßen grob passen. Und in dem Moment, wo das soweit ist, geht die eigentliche Arbeit los. Beginnen tun wir meistens damit, die Fenster zu fräsen. Hier beim A380 sind das viele Fenster. Wir haben zum Glück für alle Flugzeuge die Originalunterlagen mit Maßen, Höhen und so weiter, sodass wir die Fenster anhand der Originalunterlagen zählen können und, weil wir uns ein bisschen mittlerweile auch helfen, zum Beispiel auch in den Computer übertragen können. Dann vergleichen wir das auch mal mit Originalbildern, weil bei diesem A380 wissen wir jetzt schon, dass der von der Lufthansa geflogen wird und die Fensterkonstellation der Lufthansa natürlich auch in unserem Modell stimmen soll. Wenn das Ganze dann in den Computer übertragen ist und wir eine Schablone gemacht haben, wird das Ganze mit einem Fräser aufgefräst und passt am Ende hoffentlich. Dafür haben wir uns kleine Pinökels, nennen wir sie, gemacht, die Fenstergröße haben, die wir in die Flugzeugfenster von innen reinstecken, damit wir sie irgendwann auch aus Plexiglasfenstern machen können und beleuchten können. Und das gibt uns sozusagen erstmal vor, ob denn das am Ende auch grob passt und wenn nicht, muss es halt korrigiert werden. Diese Sisyphus-Arbeit mit den Fenstern, die macht bei uns Sönke. Der hat einfach eine tierische Geduld, denn über 100 Fenster in so einen A380 reinzufräsen, da hätte ich keine Lust zu. Und er sieht es auch sehr locker, wenn er mal Fehler macht, aber das erzählt er uns selbst. Also der nächste Schritt wird sein, bei den Fliegern das, was ich vorher an den Fenstern vermurkst habe, natürlich wieder auszugleichen. Damit alle Fenster gleich sind, werde ich das jetzt nochmal zuspachteln oder anspachteln, ausbessern. Die Flugzeuge müssen unten eine Öffnung haben, damit wir an die Technik dran können. Und das ist der nächste Schritt, den Sönke macht. Dazu wird erstmal grob angezeichnet, wo diese Öffnung denn sein muss. Er bespricht mit mir dann, welche technischen Elemente wohin sollen, damit wir die Öffnung, wie gesagt, perfekt festlegen. Der nächste Schritt ist, die Öffnung zu fräsen. Das dauert tatsächlich 1 bis 2 Tage, weil es sehr genau sein muss und nachher ja vor allem im Alltagsbetrieb auch immer wieder zu öffnen und zu schließen sein muss. Wenn die Öffnung dann fertig ist, wird sie gespachtelt. Beim Spachteln ist ganz wichtig, dass alle Oberflächen angeraut werden, damit der Spachtel gut hält. Das Flugzeug wiegt am Ende nämlich 2 Kilo. Und wenn 2 Kilo täglich mehrfach starten und landen und dabei vielleicht auch mal etwas härter aufsetzen, muss der Spachtel wirklich gut halten. Denn das Fahrwerk am Ende wird wiederum an dieser Bodenplatte befestigt sein und muss damit alles Gewicht aufnehmen. Wenn alles fertig und geschliffen ist, dann kommen die Cockpitfenster dran. Die Cockpitfenster sind eine sehr mühselige Arbeit, da die Stege zwischen den Fenstern so schmal sind, dass Material, GFK, wie gesagt, sehr leicht bricht und man dann mit der Feile sehr vorsichtig und langsam zu Werke gehen muss. Und auch da bin ich sehr glücklich, dass Sönke so viel Geduld hat. Als nächstes geht der Flieger weiter zu Stefan. Stefan baut nämlich primär die Fahrwerke und die Trichter. Die Trichter sind dafür zuständig, dass das Flugzeug nachher von den Stangen zum Starten aufgenommen werden kann. Es ist ganz wichtig, dass wir die Trichteröffnung versuchen, so breit wie es geht zu machen, weil ein schräg Einfahren auf die Startbahn vor diesen Trichtern kompensiert werden muss. Als erstes versuchen wir, den Schwerpunkt des Flugzeuges zu ermitteln und zeichnen daraufhin die Position der Trichter an. Wenn die Positionen für die Trichter dann perfekt festgelegt sind, müssen die Trichter gefertigt werden. Das sind verschiedene Arbeitsschritte, die wir dazu machen, von der Grundform erstellen, abgießen und so weiter und so fort und am Ende schleifen. Die Trichter sind deswegen auch so wichtig, weil sie tragen das gesamte Gewicht des Flugzeuges. Wären sie zu breit, die Öffnung oben, fängt das Flugzeug an zu wackeln auf den Stäben, wird es zu eng, könnte was verkanten oder der Start sieht nicht richtig flüssig aus. Da ist Stefan tatsächlich mittlerweile unser Profi drin. Er hat sich da viel drin versucht, hat die großen Kinderkrankheiten alle gefunden und ist mittlerweile auch der absolute Experte dafür, um eine perfekte Verriegelung zu bauen. Das sollte unser Startkatapult mal in irgendeinen Notstopp geraten, dann wird das mit einer Widerstandsbremse abgebremst, damit es wirklich sofort steht, weil es eine Maschine ist, damit dann das Flugzeug nicht von den Stangen fliegt, wenn wir aus 1 Meter pro Sekunde auf 0 innerhalb von ein paar Zentimetern runterbremsen. Dafür hat er sich ein ziemlich komplexes System ausgedacht. Er lötet das aus Messingteilen zusammen, dass a, die Stange schön eingefädelt werden kann, b, wir auch noch ein bisschen Spiel haben, damit das Flugzeug auch durchaus absichtlich mal ein bisschen nach links oder rechts kippt, also sprich Wind dargestellt wird. Ziemlich viele Arbeitsschritte, er braucht dafür 1 bis 2 Tage. Am Ende müssen diese Trichter wirklich, wirklich fest an dieser Bodenplatte festgeklebt werden, weil, wie gesagt, die gesamten 2 Kilo des Flugzeuges dort drauf liegen. Wenn die Trichter dann endgültig in die Bodenplatte eingeklebt sind, ist dies auch der Zeitpunkt, um die Bodenplatte mal mit dem Flugzeug zu befestigen. Dafür werden einige Halterungen ins Flugzeug reingeklebt aus Metall, sodass nachher ordentlich fest verschraubt werden kann. Der nächste Schritt
Wirkt eigentlich ziemlich einfach, ist aber hochkompliziert. Und zwar die Flügel mit dem Flugzeug zu verbinden. Das muss wirklich exakt sein, weil die Fahrwerke sich ja auch an den Flügeln befinden. Und wenn die irgendwie ein bisschen hängen, passt das alles nicht mehr. Dazu hat Stefan sich eine Vorrichtung gebaut, in der er das Flugzeug einspannt und dann die Flügel verleimt. Auch hier ist wieder ganz wichtig, dass wir die Oberfläche anrauen und hier in dem Fall Löcher bohren, damit der Zwei-Komponenten-Kleber sich richtig fest mit dem Flugzeug verbindet, weil auch an den äußeren Flügeln Fahrwerke sich befinden, die nachher beim Landen ordentliche Stöße aufnehmen müssen. Das Ganze wird dann eingeklebt, nochmal endgültig justiert, ausgemessen, solange der Komponentenkleber noch nicht geklebt hat, wirklich justiert. Und am Ende erstmal ordentlich in Ruhe gelassen, damit es durchtrocknet. Der nächste Schritt sind die Fahrwerke. Gerade beim A380 eine echte Herausforderung, weil es 4 Stück sind und dazu auch noch einige 3 Achsen haben. Diese Fahrwerke werden von Klaas und von Stefan gebaut und es sind wirklich sehr viele Arbeitsschritte dafür nötig. Es fängt an natürlich wieder auch mit der Vermessung. Da helfen uns wieder die Originalunterlagen der Flugzeuge, wo der sogenannte Footprint abgebildet ist. Und dann wird ausgemessen. Und man erahnt auch ziemlich schnell, warum die Flügel so stark befestigt sein müssen, weil sich halt an den Flügeln auch Fahrwerke befinden. Die Fahrwerke werden alle mit der Hand aus Einzelteilen gefräst. Das Flugzeug wird ja durch den kleinen Lenkmagneten und das Magnetband in der Straße gelenkt. Das heißt, es ist wirklich wichtig, da dieser Lenkmagnet nicht so viel Kraft aufbringen kann, dass keines der Fahrwerke, besonders in der Kurve, irgendwo an dem Flugzeug, nennen wir es mal, zerrt. Das heißt, wenn sich zum Beispiel äußere Räder, wenn die zu viel Kraft auf die Straße aufbringen und das Flugzeug soll um die Kurve, dann will es das nicht. Also war von Anfang an das Ziel, sämtliche Kraft auf die innersten Fahrwerke zu bringen und dort auch möglichst nur auf jeweils eine Achse. Dafür sind einige mechanische Tricks und Komponenten notwendig und vor allen Dingen auch viele Justierungsmöglichkeiten, da das Flugzeug nachher natürlich A, immer geradeaus laufen soll, nicht wackeln soll und wie gesagt immer schön leichtgängig um die Kurve soll. An dem Bugrad haben wir vor 5 Jahren schon angefangen zu entwickeln, haben am Anfang nämlich gedacht, dass wir das über Heckantrieb steuern können, das Flugzeug, aber ziemlich schnell gemerkt, dass damit die engen Kurvenradien, die so ein Flugzeug fahren können muss, nicht möglich sind. Und haben dann überlegt, ob wir es irgendwie hinbekommen, den Antrieb auf das vordere Rad zu setzen. Wenn am Ende das Bugrad eingebaut und justiert ist, kommen als nächstes nur noch kleinere Arbeiten an der Bodenplatte. Und zwar müssen der Lautsprecher und andere Teile eingebaut werden, wie zum Beispiel die Sensoren. Wir haben vorne und in der Mitte des Flugzeugs jeweils Infrarotsensoren, um das Flugzeug ordentlich steuern zu können. Der Lautsprecher wird eingefräst, damit das Flugzeug nachher auch am Ende ordentlichen Sound machen kann. Da ist ein kleiner Resonanzkörper auch noch drauf zu setzen. Das Ganze muss auch Platz finden im Flugzeug. War beim A380 in diesem Fall wirklich kein Problem. Wenn dann am Ende alles drin ist, fehlt zu guter Letzt noch der Ein- und Ausschalter. Wenn der drin ist, ist alles wirklich so weit, dass das Flugzeug mit Leben gefüllt werden kann, sprich die Elektronik eingebaut werden kann. Das Ganze machen Sascha und Axel. Das heißt, sie setzen unsere Steuerplatine rein, die wir für das Flugzeug entwickelt haben, führen alle Leitungen hin, schließen das Ganze an und testen es. In dem Moment, wo die Grundkomponenten alle verkabelt sind, geht das Flugzeug zu mir zum Testen, weil die Beleuchtung erst am Ende nach der Lackierung eingebaut wird. Das Flugzeug zu testen bedeutet als erstes herauszufinden, wie weit die Stangen ausgefahren werden müssen, damit sie gerade eben oben an dem Ende des Trichters anschlagen. Das heißt, wir stellen das Flugzeug wirklich auf 1/10 Millimeter ein, damit es beim Start auch ganz sanft und weich abhebt. Als nächstes, wenn das Flugzeug auf den Stangen wirklich sein kann, wird ein bisschen getestet, hin und her zu fahren, ob die Trichter dann Spiel haben, ob das Flugzeug wackelt oder ähnliches. Danach geht es daran, den Start zu programmieren. Das bedeutete übrigens beim A380 für mich ein fast Neuprogrammieren der Startsoftware, weil sich der hintere Trichter vor dem Hauptfahrwerk befindet und damit das Verhalten der beiden Stangen sich komplett anders verhält als bei kleineren Flugzeugen. In dem Moment, wo der Start das erste Mal im Ruhigen, also das heißt ohne zu fahren, getestet wurde, versuchen wir es dann auch mal mit Fahren. Und wenn es gleich so schön und sanft und behäbig aussieht wie hier bei dem A380, dann sind wir sehr zufrieden, aber meistens dauert es 3 bis 5 Stunden. Damit ist dieser A380 fast fertig. Es fehlt nur noch die Lackierung. Es wird ein Lufthansa A380. Aber bevor wir ihn lackieren, möchte ich einmal ein Versprechen aus den letzten Folgen einlösen. Wir können nämlich endlich im Automatikbetrieb über unsere beiden Lifte und über die 3 Ebenen im Schattenflughafen fahren. Da wir aber schon fast 8 Minuten mit dieser Folge lang sind, machen wir das lieber nächstes Mal. Aber um es einmal kurz zu beweisen, mache ich es im Zeitraffer. Vorher möchte ich mich aber verabschieden und freue mich jetzt schon auf die nächsten Folgen. Danke fürs Zusehen. Tschüss.
Musik.